Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Heulvideo. Ich konnte mir nicht entscheiden, welches Video ich als erstes drehe. Ich hätte zur Auswahl Heulvideo, aufgebraucht Video, aussortiert Video. Aber weil ich ja die Sachen, die ich gekauft habe, auch verwenden möchte bald, habe ich gedacht, ich drehe erst das Heulvideo, dann kann ich den ganzen Kram wegpacken, ausprobieren, anziehen und so weiter. Ich fange mal direkt an. Einfach Geschirrspültopps, weil meine sind leer. Ich habe nur noch einen Topf. Ich brauchte neue. Hier sind 100 Tabs drin. Geschirrspültopf von der Marke Jeden Tag. Dann geht es weiter mit Kosmetiktüchern. Wenn ihr meine Videos schon kennt, die Haul-Videos und so weiter, dann wisst ihr, ich mag Kosmetiktücherboxen am liebsten, wenn man diese ganzen Barcode und Schrift und Marke und so, wenn das alles nicht zu sehen ist. Und das ist bei dieser runden Box auch. Das ist so eine kleine runde Tonne, sag ich mal. Hier oben macht man auf. Mache ich mal direkt. Ich brauche sowieso welche nachher. Die habe ich ja immer bei meinem Schreibtisch stehen. Die brauche ich zum Zeichnen. Darum finde ich das immer ganz hübsch, wenn hier nicht so Kram drauf ist. Und die ist total schön. Eine kleine Tonne Kosmetiktücher. Wenn ihr meinen letzten Vlog gesehen habt, habt ihr gesehen, dass mein Mann unbedingt dieses Wäscheparfüm haben wollte. Ich wollte gerne die Duftrichtung frische Baumwolle. Oder hier steht drauf frische Baumwollblüte. Und mein Mann hat sich ja entschieden für den Duft Fresh. Haben wir auch schon ausprobiert. Funktioniert super gut. Die Duftnote Fresh. Jetzt habe ich mir frische Baumwollblüte gekauft, weil ich finde es toll. Ich habe erst gedacht, ja, sowas ist überflüssig, braucht kein Mensch. Aber es ist wirklich schön. Und ich werde diese auch nicht öffnen und ausprobieren. Ich mache erstmal die andere leer. Da ist ja so ein Deckel drauf. Den schraubt man ab. Füllt dann die Wäscheperlen in diese Kappe und dann schüttet man in die Waschmaschine. Ich zeige euch einfach mal die, die ich gerade in die Gänge habe. Das ist ja hier dieses hier, Fresh, riecht voll gut. Schüttet man in die Kappe, dann in die Waschmaschine und dann riecht die Wäsche wirklich ein paar Tage richtig, richtig toll. Aber ich mache dieses Ding nicht voll. Ich mache nur so viel Perlen rein, dass der Boden so gerade bedeckt ist. Also man muss nicht die ganze Kappe voll machen. Das wäre Verschwendung, weil das Ding hier kostet 4,99 € und auch, ja, man muss halt nicht so viel verwenden. So, jetzt mache ich weiter mit dem Haul. Nagellack. Mein Mann hatte mir letztens 3 Nagellacke ausgesucht, die habe ich euch nicht gezeigt, die habe ich einfach da reingepackt. In dem Vlog hat er ja schon mal 3 ausgesucht, dann hat er mir nochmal 3 ausgesucht und heute hat er mir wieder 3 angedreht. Macht ihm wohl Spaß, mir Nagellack auszusuchen. Er hat sich für diese beiden Farben entschieden. Das ist einmal Pink Happy Thoughts und Someone Like Blue. Einmal pink, einmal blau. Ich brauchte noch einmal einen weißen, darum habe ich mir den weißen auch ausgesucht. Just White heißt der. Und ich brauchte auch einen schwarzen, aber eine andere Marke, weil Essence hatte keinen schwarzen. Habe ich mir von Revival de Loop Ultra Gel in schwarz mitgenommen. Steht da irgendwie genau drauf, was für eine Farbe? Nö, einfach nur schwarz. Also steht nicht drauf schwarz, aber man sieht ja, dass es schwarz ist. Weil ich brauche schwarz und weiß für ein tolles Nageldesign. Ein Video gibt es da schon, Nageldesign. Aber es macht so einen Spaß. Ich möchte ganz viele verschiedene Nageldesigns machen in ganz vielen verschiedenen Farben. Gut, packe ich da erstmal hin. Ihr seht ja, ich habe meine Fingernägel, die künstlichen, wieder abgemacht. Ich hatte ja zum ersten Mal so künstliche Fingernägel drauf. Weil meine so kurz waren, habe ich ungefähr 7 Tage drauf gehabt. Ich habe sie abgemacht, weil ich wissen wollte, wie meine Nägel darunter aussehen.
weil man ja so Kleber auf dem Nagel macht und dann die künstlichen Fingernägel draufklebt, wollte ich mal gucken, ob meine Nägel das verkraften. Aber die sehen total gut aus, außer dass sie mega kurz sind und ich mag es nicht, wenn ich kurze Nägel habe. Sind die nicht irgendwie kaputt gegangen oder es kann sich auch ein Nagelpilz bilden unter so Plastiknägeln und so weiter. Ich wollte wissen, wie sie darunter aussehen. Jetzt gönne ich denen ein paar Tage Ruhe. Ich mache abends immer schön Nagelöl drauf, Handcreme. Aber weil das so geschockt hat mit diesem Nageldesign und so, kann man auch auf die Fingernägel machen, ohne künstliche Fingernägel. Aber ich hatte wieder Bock auf künstliche Fingernägel. Darum habe ich mir die gekauft. Ich habe noch welche vom ersten Mal. Die habe ich ja von Teddy gekauft. Die habe ich noch ganz viele über. Da könnte ich noch 2-3 Mal meine Fingernägel mit bekleben. Ich wollte aber die von Kiss mal ausprobieren, weil ich gehört habe und ganz viele Videos dazu gesehen habe auf YouTube, der Kleber soll so gut sein. Hier ist ja ein Kleber drin. Darum wollte ich mal die von Kiss ausprobieren, weil der Kleber so gut halten soll. Also das nächste Mal, wenn ihr mich seht, habe ich wieder längere Fingernägel, künstlicher. Aber mein Ziel ist es, meine Fingernägel wieder wachsen zu lassen. Aber so habe ich hübsche lange Nägel und meine eigenen können gesund in Ruhe nachwachsen. So, darum habe ich mir die gekauft. Dann hat sich ein Kommentar von, ich weiß es nicht. Ich muss kurz mal nachgucken, ich habe den Namen vergessen. So, jetzt habe ich kurz nachgeguckt. Ich hatte mir einen Screenshot gemacht von Lisa Knitting Girl, hat mal kommentiert, was Primer angeht. Sie hat mir den Poreless Primer von Essence empfohlen. Jetzt gab es da 3 Stück. Einmal grün für so einen Antirötung-Primer, einmal rosa und einmal blau. Ich habe mir jetzt nur rosa und blau mitgenommen, weil ich hatte mal diesen grünen Primer. Ich hatte mal diesen grünen Anti-Redness Primer von Trended Up. Aber brauche ich nicht. Meine Rötungen kommen so oder so wieder durch, ob ich nun so einen grünen Primer drauf habe oder nicht. Darum habe ich den grünen nicht mitgenommen, sondern nur 2. Einmal rosa, einmal blau. Mache ich auch ein Video zu. Mache ich einmal links, einmal rechts. Guck, ob da sich irgendwie, ja, ob man einen Unterschied sieht oder ob beide gleich toll sind. Das ist einmal Poreless Partner Primer. Mattifying und Blurring, also mattiert und ja, verfeinert das Hautbild wie so ein Filter, so ein Smoothing-Filter. Dann einmal Hydro Hero Primer, 24 Stunden Hydrating mit Hyaluronacid und Kurkumba-Extrakt. Puh, das hört sich gut an. Also einmal macht matt. Einmal spendet Feuchtigkeit. Da werde ich dann mal ein Video zu machen. Links und rechts. Mal gucken, ob ich einen Unterschied sehe. 2-mal Primer. Danke, Lisa, für den Tipp. Ich finde bestimmt beide toll. Man weiß es nicht. Dann sind wir wieder bei Fingernägeln. Da brauchte ich mal eine Nagelfeile, die man auch zum Buffern und Anrauen gebrauchen kann, weil man seine Nägel vor so ein bisschen anraut, hält der Kleber besser, beziehungsweise der künstliche Nagel mit dem Kleber. Darum habe ich mir mal solche Dinger geholt. Kann man auch die Nägel mit polieren und so. Von Kiss ist das auch. Und ein bisschen Bling Bling auf die designten Nägel. Sind so ganz kleine Glitzersteinchen und so ganz mini kleine Perlen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da drin sind. Bling Bling Nail Sticker von Essence. Ich mache die einfach mal auf, dann weiß ich auch, wie viel da drin sind. Dass nur eine so eine Pappe ist mit Glitzernägeln oder 2. Ja, ist nur eine. Also 2, 4, ist ja egal wie viel. Das sind halt diese paar Dinger. Mache ich auch nicht auf jeden Nagel, nur auf den, der so ein bisschen Design hat oder mal auf den Ringfinger, so ein bisschen bling bling. Packe ich mal hier rein. Wieder. Nagelsticker. Dann geht es weiter mit einem Isana Aktivkohle-Peeling. Das hat sich mein Mann ausgesucht. Ich hatte ja für meinen Mann,
den Balea Adventskalender für Männer, also for men. Und ich hatte den für Frauen, diese Adventskalender mit Pflegeprodukten. Mein Mann hatte vor ein paar Tagen das erste Mal in seinem Leben dieses kleine Gesichtspeeling ausprobiert, was er in seinem Adventskalender hatte, und war davon so begeistert, dass er so schöne weiche Haut danach hatte. Da hat er sich heute ein Peeling fürs Gesicht ausgesucht, für normale bis fettige Haut. Ja, ein Aktivkohlepeeling werde ich vielleicht auch mal verwenden. Werde ich ihm aber nicht sagen, ich benutze es einfach. Dann waren wir noch bei, also Lebensmittel kaufen, bei Markant. Und dann gibt es ja auch Tchibo. Und da habe ich mir zwei BHs gegönnt. Einmal in Blau und einmal in, ja, so Hautfarben, Gold, Bronzemäßig. Wie schreibt man die Farbe? Hier steht auch keine Farbe drauf. Naja, ihr seht es ja. Einmal das, einmal das. Ich habe euch, glaube ich, noch nie BHs in die Kamera gehalten. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Aber ich zeige euch die mal. Normalerweise trage ich keine BHs mit Bügel, weil die immer irgendwie nach einer Zeit so an der Seite so pieksen oder stören oder so, ja, zu viel Druck ausüben unter der Brust. Oder auch hier ist es manchmal zu stramm. Wenn man jetzt nicht so kleine Körbchengröße hat, schneiden die ja immer ein. Aber diese von Tchibo, ich guck mal, was da hinten genau drauf steht. Essential Body nochmal von vorne. Body Essential by Tchibo. Also diese hier. Das ist eine ganz, ganz tolle Marke. Also die Träger schneiden bei mir nicht ein, die Bügel schmerzen bei mir nicht. Und ja, ich mag diese BHs von Tchibo. Darum ist das so ein kleiner Kauftipp, falls ihr jetzt auch Größe C, D oder auch Doppel D tragt. Die von Tchibo ist eine ganz, ganz tolle Marke, was BHs angeht. Gut, das war's. Das war jetzt ein Haul-Video für euch. Ich hoffe, interessante Produkte dabei. Ich freue mich schon auf die Nagellacke. Besonders habe ich Bock auf Schwarz und Weiß. Das übernächste Nail-Design wird dann in Schwarz und Weiß. Und noch eine Farbe. Das nächste Nail-Art-Design-Video sind nur zwei Farben. Ich fange ja langsam an und steigere das so ein bisschen, weil ich mich selbst erst ein bisschen reinfuchsen muss und das noch nie gemacht habe, außer das letzte Mal. Das erste Mal. Gut, ihr Süßen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.